Glimmer Himmelblau dynamisch nennt Alexandra Hildl ihre aktuelle Ausstellung im Neumarkter Reitstadel, die noch bis zum 17. November zu sehen ist. Also die Grundidee war, dass in der Mitte der Ausstellung, also hier an diesen Stellwänden, menschliche Darstellungen sind, Figur ist, auch die ganz neue Reihe Zeichenstäbe, die es erst seit einem Dreivierteljahr gibt. Und diese Menschen bewegen sich dann in einem Umfeld von Natur und Blumen, das außen an den Reitstadelwänden hängt, sodass man das Gefühl hat, der Mensch bewegt sich in der Natur oder ist umgeben von der Natur. Und die Bilder sind also alle neue Arbeiten, alle ab 2011 eigentlich entstanden, die meisten 2013. Und ja, natürlich habe ich versucht, einen spannungsreichen, abwechslungsreichen Ausstellungsablauf farblich und auch von den Formaten zu schaffen. Glimmer Himmelblau dynamisch ist zum einen der Name eines Pigments, das die Künstlerin in fast allen Bildern der Ausstellung verwendet. Die Grundlage gemahlenes Perlmutt. Dadurch erhält der Farbauftrag ein leichtes Schimmern von hellblau bis goldgrün. Der Titel der Ausstellung steht aber auch gleichzeitig für die Verbindung von Leichtigkeit und kraftvoller Dynamik, die für Alexandra Hildl besonders kennzeichnend ist. Ihre starken Blumenbilder laden zum Träumen ein und vermitteln ein positives Gefühl beim Betrachter. Ja, es ergibt sich. Also es ist nichts, was ich versuche zu erzeugen, sondern das passiert einfach sozusagen. Und ich denke auch, dass das ganz viel mit mir zu tun hat und meine Sicht der Dinge. Und durch so eine Ausstellung trägt sich das natürlich nach außen. Und ich hoffe, jeder kann so ein bisschen auch mit meinem Blick sozusagen die Welt dann sehen. Löwenzahn, Friesie, Kirschblüten, Mohn und Apfelblüte. Frühling und Sommer festgehalten in den schönsten Farben. Alexandra Hildl ist Mitglied im Kunstkreis Jura. Eine Einzelausstellung im Foyer des Reitstadels bietet die Möglichkeit, den Besuchern eine große Bandbreite an Bildern zu präsentieren. Ja, zunächst ist man mal erschöpft, weil der Reitstadel sehr groß ist. Ich habe auch lange jetzt und sehr viel für die Ausstellung gearbeitet, weil ich auch wirklich nur ganz aktuelle Sachen zeigen wollte und auch von diesen neuen Stäben eben auch innen so einen Kern an menschlichen Wesen zeigen wollte. Und dann ist man natürlich glücklich, weil man bei jeder Ausstellung, aber hier besonders, durch die Größe die Möglichkeit hat, das Werk auch zu reflektieren. Man sieht die Werke ja sonst im Atelier oft sehr eng und plötzlich ergeben sich dann Zusammenhänge, die man so gar nicht erkennt. Also man tritt sozusagen auch wieder einen Schritt zurück und kann seine eigene Arbeit auch aus der Distanz betrachten und gleichzeitig bekommt man natürlich Feedback. Und durch die hohe Frequentation, auch durch Konzerte und so weiter, die stattfinden, auch viele Rezipienten, die Arbeiten dann sehen. Ein Künstlergespräch mit der Kunsthistorikerin Christiane Lischka-Seitz und der Künstlerin Alexandra Hildl gibt es am Sonntag, den 10. November um 15 Uhr im historischen Reitstadel. Musik